Herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zum Modul von Business Process Transformation zu Business Model Transformation. Mein Name ist Helmut Kretschmer, ich bin Professor für Wirtschaftsinformatik an der Technischen Universität München. Zu meinen Hauptforschungsgebieten gehört das Informationsmanagement und ich möchte Ihnen heute zeigen, wie sich aus den Veränderungen von Geschäftsprozessen Veränderungen in den Geschäftsmodellen ergeben. Wenn man sich den Zusammenhang zwischen Unternehmensstrategie und den Informationssystemen, die man ja braucht, um die Geschäftsprozesse durchzuführen, betrachtet, dann gibt es zwei Richtungen eines solchen Zusammenhangs. Eine Richtung des Zusammenhangs, die wir sehr oft sehen, ist die Richtung, die gerne als allein anpassend bezeichnet wird. Nach dieser Sichtweise passen sich Informationssysteme und die mit ihnen durchgeführten Geschäftsprozesse an die vorhandene Unternehmensstrategie an. Das knüpft an die Erkenntnis an, dass nicht das Haben von Informations- und Kommunikationstechnik selbst, also der Besitz von Rechnern, Unternehmenswirtschaft, sondern die Umsetzung und Nutzung dieser Informationssysteme durch die Geschäftsprozesse zu diesem Wert führt. Dieser Wert selber basiert also darauf, dass die Geschäftsprozesse gut unterstützt, gut durchgeführt werden können. Und welche Geschäftsprozesse sich wiederum dafür eignen, hängt vom Geschäftsmodell ab. Und dieses Geschäftsmodell leitet sich letztendlich aus der Unternehmensstrategie ab. Das führt dazu, dass wir neben diesem allein genannten Zusammenhang einen zweiten Zusammenhang sehen, dass nämlich Informationssysteme neue Unternehmensstrategien ermöglichen oder enablen. Wenn man sich dieses Framework betrachtet, dann wird klar, dass Align and Enable eine in beiden Richtungen gehende Beeinflussung zwischen Unternehmensstrategie und Informationssystemen verdeutlicht. Und deswegen wollen wir uns in diesem Modul auch vor allem mit der Frage beschäftigen, wie denn Informationssysteme, Geschäftsprozesse auf die Unternehmensstrategie wirken. Wenn man, wie in der Informatik üblich, die Elemente eines Systems in ein Schichtenmodell zerlegt, dann steht zunächst im Kern der Prozess. Diese Geschäftsprozesse haben wir uns schon genauer betrachtet. Diese Geschäftsprozesse werden durchgeführt auf IT-Infrastrukturen. Letztendlich interessiert uns aber, welche Produkte, Dienstleistungen, Prozessergebnisse damit erzielt werden können. Diese Sicht von Produkten, Dienstleistungen, Prozessen und IT-Infrastruktur bei einer gleichbleibenden Informationsstrategie entspricht also dem Alignment Framework. Die zweite Sicht ist allerdings zu überlegen, inwieweit die Geschäftsmodelle, im Rahmen derer die Produkte und Dienstleistungen hergestellt werden können, nicht durch Geschäftsprozesse verändert werden können. Dazu ist es zunächst erforderlich, sich also einmal klar zu haben, dass wir damit nicht die klassische Sichtrichtung haben, dass das Geschäftsmodell die Geschäftsprozesse bedingt, sondern dass wir nunmehr den Fokus in die umgedrehte Veränderungsrichtung legen, also uns fragen, inwieweit veränderte Geschäftsprozesse zu veränderten Geschäftsmodellen führen. Unter einem Geschäftsmodell kann man nun verstehen, eine Architektur für Service- und Informationsflüsse, einschließlich der Beschreibung der verschiedenen Akteure und ihrer Rollen sowie eine Beschreibung der potenziellen Gewinne und Leistungen für diese Akteure und auch natürlich eine Beschreibung der Einnahmequellen. Es ist interessant zu sehen, dass diese Definition von Timmers bereits 1998 geäußert wurde. Und es ist auch wichtig zu sehen, wie bedeutsam hier die Rolle und die Bedeutung der verschiedenen Akteure, also Mitspieler in diesem Wettbewerbsspiel, genannt wird. Und das macht deutlich, dass Veränderungen von neuen Geschäftsmodellen eine erste Dimension dieser Veränderung von veränderte Geschäftsmodelle durch veränderte Geschäftsprozesse betrifft diese Frage anderer Akteure. Das können durch die Zerlegung von Geschäftsprozessen Akteure aus der gleichen Branche sein, aber auch Akteure aus anderen Branchen sein, die in dieses Geschäft hineinkommen. Es sind vor allem aber Elemente organisationsübergreifender Prozesse, wie beispielsweise im Supply Chain Management. Und es sind, wenn diese Prozesse wettbewerblich miteinander ausgetauscht werden können, Dinge wie Wertschöpfungsnetzwerke oder umgangssprachlich im Englischen Ecosystems, die dabei entstehen. Das führt dazu, dass jetzt ganz andere beteiligte Akteure zu betrachten sind. Eine zweite Veränderung, die sich aus veränderten Geschäftsprozessmöglichkeiten hinsichtlich der Geschäftsmodelle ergibt, betrachtet man in dem Phänomen Plattformen.
Hier geht es darum, dass wir mit standardisierten Schnittstellen versehene Plattformen entwickeln, auf denen, also wieder ein Schichtenmodell, auf denen Geschäftsprozesse durchgeführt werden. In dieser oftmals Core and Context, Kern und Umgebung genannten Sichtweise gibt es einen sehr stabilen Plattformkern, oft von einem Provider angeboten, und sehr viele unterschiedliche kontextuelle Angebotsprovider, das kennen Sie aus der Welt der Apps, wo auf einer einheitlichen Plattform Tausende von Anwendungen geliefert werden. Es wird deutlich, dass das eine Weiterentwicklung dieser Veränderung anderer Akteure ist, aber eben mit Standardisierung auf der Plattform. Eine dritte Veränderung durch Geschäftsprozesse und deren technologischen Möglichkeiten ergibt sich, wenn man sich die Kontrollmechanismen betrachtet. Hier stellen wir fest, dass man von Ex-Post- oder Ex-Ante-Kontrollen, also Nachschauen oder Genehmigen, und von lokalen Kontrollen vor Ort heute zu begleitenden Kontrollen während des Geschäftsprozesses und zu durchaus global zentral ausgerichteten Kontrollsystemen kommt. Das zeigt, dass wir durch die Einführung moderner Geschäftsprozesse und moderner Geschäftsprozessveränderungen ganz neue Geschäftsmodelle entwickeln können. Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Nachlesen und Nachbereiten und vor allem natürlich Freude beim Geschäftsmodell innovieren.